sehen nicht herrlich golden aus. Ein scharfes Messer und ein Brett. Einen wunderschönen Tag, hübsche Menschen. Das Wetter ist wirklich grausig draußen. Der kalte Wind zieht mir den Rücken. Und worauf haben wir da richtig Lust? Richtig. Und zwar Crispy Beef Rib Fingers. Die werden wir heute machen. Eine sehr, sehr coole Nummer. Schön smoky. Und wie man die macht, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. So, Zutaten dafür haben wir als allererstes wunderschöne Beef Ribs von den Beef Bandits. Wo sollen die sonst auch her sein? Und zwar Beef Back Ribs. Das sind die, die nicht so eine dicke Fleischauflage haben, sondern die ja, wie Baby Back Ribs sind, nur vom Rind. Ein ganz cooles Produkt. Und davon habe ich drei so halbe Stränge. Dann habe ich hier drüben eine kleine Panierstraße aus Mehl, Ei und Panko-Mehl. Zum Frittieren nachher ein bisschen Öl. Dann hier meine Kastenform zum Frittieren nehme ich nachher. Zum Räuchern nehme ich den hier von Outdoor Chef, den Smoke. Ich glaube, Smoke heißt der. Da packen wir die Klaus Grillt Räucherchips drin, aber ihr könnt die nehmen, auf die ihr gerade Lust habt. Ich habe die da, da steht mein Name drauf, deshalb nehme ich die. Wenn ihr, also das ist eine schöne Mischung aus Erle, Buche, Hickory und Kirsche. Da esse ich manchmal. Und was auch eine sehr schöne Mischung ist, ist Magic Dust. Auch von mir, aber könnt ihr auch einen Ofen nehmen oder den Barbecue-Rub, worauf ihr gerade Lust habt. Aber was ganz wichtig ist, ist ein scharfes Messer und ein Brett. So, hier habe ich die Silberhaut schon runtergepolkt. Das machen wir bei der ja auch nochmal. Also auch bei Beef Ribs muss die Silberhaut runter. Dann nimmst du einen Löffel, ziehst den da runter. Und bei Beef Ribs ist die manchmal ein bisschen widerspenstiger als bei Schweineribbchen. Aber die sehen hier sehr, sehr gut aus. Das sieht erstaunlich gut heute. So, dann haben wir die runter und dann können wir schon uns ums Würzen kümmern. Und zwar einfach, ich liebe den Geruch von Magic. Das ist einfach so ein klassischer Barbecue-Rub, der irgendwie immer funktioniert. Schön andrücken. Von, also immer so grob rüber. Umdrehen. Was auf Brett fällt, ihr kennt das, aufditschen. Ich bin der Gelsia Ossi. So, hier mal ein Löffelchen drauf. So, und dann haben wir die ordentlich schön eingepudert, wie sich das gehört. Und die wandern jetzt auf den Grill. Meine Frau sagt gerade, ich bin ja kein Gelsia Ossi, weil ich sonst die Würze immer schaufelweise verwende. Naja. Also, das ist immer so, das ist so Selbstbild und Fremdbild, das geht manchmal auseinander und das erwischt auch mich. Jetzt packen wir die Ruft, Knochen nach unten, Fleischseite nach oben, machen alle Brenner hier auf kleinster Stufe an, dann haben wir so in dem, wobei in der Mitte können wir so ihn auslassen, dann haben wir so um die 200 Grad da drin und das brauchen wir noch Rauch und das geht total easy. Und zwar die Räucherpellets jetzt hier in den Smoke rein gemacht, hab den Schlauch ein bisschen gekürzt, weil du musst dann mit 2 Meter Schlauch arbeiten. Dann nehme ich mir meinen Flammenwerfer. Ihr könnt auch kleines Feuerzeug nehmen, aber ist halt geiler, ne? Machen den hier an, volle Pulle. Eben hier immer Rauch rennt. Guck mal hier, da geht's gleich los. Da kommt Rauch. Hier, und dann macht es gleich richtig smoky in der Bude. Und jetzt hast du bei dem Grill, hast du jetzt praktisch hier den Durchlass für den Spieß. Und da steckst du einfach den Schlauch ein Stück drin. Das können wir von ganz groß ein bisschen runterdrehen, so halbe Kraft. Und jetzt können wir schon mal den Deckel heben. Ach, da kommt ordentlich Rauch drin. Ich kann mal erkennen, da hinten zieht der Rauch schon schön raus. Also hier ist der Rauch drin und genauso muss es aussehen. Und da werden wir jetzt unsere Rippchen einfach mal eine Stunde komplett in Ruhe lassen. Wir machen erstmal hier alles weiter. So, Stündchen ist um und guck mal da drin. Sehen die nicht toll aus, oder? Unser Smoky, der smokt hier auch noch. Mega. Den haben wir schön laufen lassen. Den lasse ich jetzt einfach hier noch ausbrennen. Dann mache ich ja kein Theater mit, stelle ich bloß zur Seite. Die haben wirklich eine tolle Farbe. Oder? Gebt euch die an, ein Träumchen. Ha, runter damit. So, da sind unsere Rippchen. Jetzt kommt der schwierigste Part. Wir müssen sie jetzt hier die Knochen rausschneiden. Dann nimmst du einfach die Spitze und fährst sie praktisch hier am Knochen lang. Dann kannst du auch ein bisschen auskühlen lassen, aber ich bin alt, ich habe keine Zeit dafür. Und dann hier nochmal mit dem Messer nacharbeiten. Da runter. Hier auch von der Rückseite nochmal. So, praktisch hier das ganze Fleisch erwischen. Knochen zur Seite. Und das sind unsere kleinen Fingerchen, die wir uns jetzt nochmal, oh, die riechen so, jetzt nochmal richtig geil machen. Und das machen wir praktisch jetzt mit allen Knochen. Bisschen Pöselarbeit, aber für seine Gäste nur das Beste, ne? Also einfach, oh, wie saftig die sind, oder? Fleisch vom Knochen drin. Genau.
von rechts, von links immer einen Schnitt setzen und dann hast du das. Jetzt habe ich die alle ausgelöst, wunderschön, ihr fällt mir sehr, sehr gut. War schon ein bisschen mehr, aber ich muss sie stehen. Ja, ich habe ihn lascht. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir sie immer panieren, also immer durch Öl, sage ich schon, immer durchs Mehl wälzen. Unser Öl heizt schon mal vor auf dem Grill, dann immer durchs Ei und dann immer durch das, was immer hilft beim Frittieren, immer ordentlich Panko-Mehl außenrum. Oh, warum liebig. Empfiehlst du Panko statt Paniermehl? Weil es viel knuspriger wird. Viel, viel knuspriger. So, dann haben wir sie fertig paniert und legen sie zur Seite und machen das mit allen. Jetzt haben wir den Burschen hier aufgeheizt, also ich habe schon mal eine Kastenform genommen, so 2 Liter Öl rein geplätschert, hat 190 Grad, kühlt sich eh gleich nochmal ab und da setzen wir jetzt unsere, ganz schnell unsere Dripfinger rein. Ich denke, wir kriegen sie auch alle untergebracht. Und das geht jetzt super schnell. Wir können den Grill schon mal ausmachen, weil das Öl hat genug Temperatur, das, was das jetzt das Fleisch runternimmt, schadet nicht. Jetzt setzen wir sie von rechts nach links rein. Und nehmen sie von links nach rechts wieder raus. Mal gucken, ob meine Mengenpeilung hingehauen hat. Ja, können wir rüberschieben, sagt meine Frau gerade, ja. So, passt. Und da lassen wir die jetzt einfach plus 2-3 Minuten ganz kurz anfrittieren, bis sie ein bisschen braun werden. Und nehmen sie dann wieder raus. So, dann nehmen wir die raus, guck mal hier. Sehen die nicht herrlich golden aus? Oh, so müssen sie. Jetzt müssen wir schnell sein, alle runternehmen. Ah, sieht nicht geil aus, oder? Ich würde sagen, was man immer machen muss, ist Mittelschnitt. Ah, knuspert schön durch. So sehen die aus, wie ein Stück Brisket in der Mitte. Und jetzt auf euch, pustet. Ich stelle mich mal vom Wind weg, rinne in die hohle Birne. Rauchig. Und knusprig. Mal knusprig am Hals. Biefig. Sehr, sehr geile Nummer. Hat noch ein bisschen Biss. Aber ist nicht zäh. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, die vielleicht noch länger zu smoken. Nö. Nö. Weil dann wird es Latsche Patsche. Und so willst du. Du hast Beef vor dir, das ist kernig, das ist rindig. Sehr, sehr geile Nummer. Und kann ich nur sagen, schmeißt eure Grills an, macht mal ein paar schöne Rippbeefinger. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, ein Bogen oder Kommentar. Überlegt mal über eine Mitgliedschaft. Ansonsten habt eine gute Zeit. Gönnt euch von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, Feins Grill, Barbecue. Macht's gut. Oh, ich zieh mir so einen kleinen Nackofatz hier noch drin. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.